Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal in The Morrisland unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 66 gelandet und haben am Ende der letzten Folge noch unseren kleinen Hänger wiedergefunden. Weil wir den kleinen Hänger brauchen wir, damit wir, wenn die Silage dann gleich soweit ist, auch in den Kuhstall reinkommen. Und wo haben wir ihn? Richtig, er steht auf einem kleinen Betriebshof. Können wir hier mal schön mit dem guten Fendt hier rüber nageln, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der fährt 75, ein Traumtraktor. Ja, hier liegt ein Pfeiler nach unten, wunderbar. Vor allem hätte ich mich auch daran erinnern können, weil wir haben gestern kurz vorher noch am Grasbubi hier gestanden. Und dann jetzt sowas. Ne? So, gucken noch mal. Futtermischer hatten wir dementsprechend, glaube ich, auch gefüllt, schon soweit. Ja. Hier ist 50.000 Gras drin, 45.000 Stroh drin. Das ist soweit auch schon mal okay. Kommt dann noch Silage rein. Wir brauchen Silage auf jeden Fall ja mehr wie Stroh und Gras, wenn die normale Verhältnismäßigkeit von normalen Mischern stimmt. So, hier ist der kleine Hänger. Den werden wir jetzt nämlich nehmen, um um die Silage reinzumachen, damit wir in den Stall passen. Weil von der Höhe her ist der Stall nicht sonderlich hoch. Und alles andere wäre wahrscheinlich auch übertrieben, da unterzubringen. Ja, wenn wir jetzt natürlich in die Milchgeschichte gehen, können wir natürlich dann, sobald wir jetzt auch Silage und sowas da haben, können wir vielleicht auch mal eine Runde tatsächlich Heu machen. Als Ersatz zum Füttern. Weil die Silage brauchen wir ja zum Futter mischen. Dann können wir natürlich dann auch hier direkt Heu reingeben, weil die Tiere nehmen ja auch Heu, wie wir halt da gesehen haben. So, ja klar, also wenn wir die Silage machen, brauche ich natürlich die Variante hier, um die Jungs da drüben klar zu machen. Wir brauchen aber auch genauso gut, ich stand gerade neben meinem Spitzbold. Das heißt, die Jungs stehen da zwar nicht weit weg momentan, aber die müssten wir natürlich dann auch hier beschaufeln, um das wenigstens zur Futtermischrichtung rüberbringen zu können. Boah, ich kann heute Deutsch, ey, das gibt's gar nicht. So, stellen wir ihn da auch hin. Ist die Umgebung auch gleich schön runde beleuchtet. So, zwischenzeitlich gucken wir nochmal, was die Wachstumsvorgänge machen, aber wir brauchen die ein dunkler. Gut, gut, ja, soweit ist das also schon mal. Aber es fangen hier schon einige Felder an, von geerntet zu gegrubbert überzugehen. Aber okay, das liegt auch mehr daran, dass der Bauer es macht und hat nichts mit Wachstumsphasen zu tun. Ne? Darf man auch nicht vergessen. So. Ja, also das ist noch nicht so weit. Das heißt, wir können jetzt wieder mal Richtung den freundlichen, na, wo haben wir ihn? Zu ihm hier gehen und mal gucken, ob wir mit ihm nicht noch ein paar freundliche Grasstreifen mähen können. Am besten auf dem Weg hinten hin auch zu der Trockengeschichte. Das macht das Ganze viel einfacher. Die 2 hier ist eh unser Feld. Guck mal, ob das Gras hier schon wieder gewachsen ist. Das sieht eigentlich gut aus. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier eine Runde das Feld lang und wenn wir die 50.000 haben, dann bringen wir die mal drüben in die Grastrockenanlage. Das macht, glaube ich, Sinn. Sobald wir sehen können, natürlich, dass wir. Entschuldigung, sind wieder frischer unterwegs. Sobald wir sehen können, natürlich, dass wir nachdüngen können, das werden wir zwischendurch mal gucken, werden wir das natürlich tun. Und sobald natürlich der
die Sämaschine fertig ist, werden wir natürlich auch auf der 10 ansetzen, klar. So, ja. Das ist okay, wir sind, ne, da vorne sehen wir die Sämaschine. Von der Breite her sehen, würde ich sagen, das sind noch, vielleicht kommt man sogar mit zwei Spuren aus. Das wäre nicht schlecht, weil er fährt nämlich jetzt ja zurück. Dann wird er einmal wieder wegfahren vom Feld, vom Hof. Und wenn das tatsächlich zwei Bahnen sind, dann wäre die letzte wieder zurück zum Hof. Dann wäre er an der richtigen Stelle fertig. Dann wäre er nämlich auch auf der Seite, wo er die Korrektur fahren müsste. Das hätte er auf jeden Fall was. So, das gute Seitenstreifengemähe. Hier haben wir das Ganze nämlich schon. Ja, die ist ein 13.500 Liter sind drin. Das ist okay. Breiter Streifen auf der anderen Seite ist, weil ich glaube, ich will den einmal hin zurück und wieder hinfahren und dann können wir schon fast den Seitenstreifen mähen auf dem Weg zum Zortrocknen, um das Ganze mal anzutesten. Ja, ihr seht, wir haben hier auch einen schönen Streifen. Und es ist ja eh unser Feld. Dann fahre ich jetzt einmal hier die schmale Seite hoch, runter und wieder hoch. Und dann müssen wir gucken, wie weit wir dann sind von der Fülle her. Und wie gesagt, wir haben sehr viel Grasstreifen auch auf dem Weg zum Grastrocknen. Ihr seht oben selber, wenn man nicht zu dicht an den Feldern rangeht, dann dürfte das eigentlich alles funktionieren. Und hier oben über der 2 scheint ja auch noch ein bisschen Gras zu sein. Können wir also alles dann auskosten und dann machen wir da mal eine Heuaktion, weil das können wir dann nicht zum Futter mischen nehmen, weil da wollte das Ding unbedingt Silage haben, aber für direkt die Kühe zu füttern, da wird Silage oder Heu verlangt, deswegen können wir es natürlich wunderbar dann mischen, das Ganze. So, halb voll sind wir, das ist auch schon mal was. So, ich bin jetzt den Bogen gefahren. Ich werde jetzt mal den nächsten mehr an der Straße lang fahren. Boah, auf dem Weg zur Bahn haben wir auch noch so viel Gras. Also Gras ist hier echt ohne Ende. Das müssen wir einfach nur machen. Ne? Ja, der aller späteste Fall, das heißt, wenn wir bis unsere Silage geschaufelt haben, also wenn wir das hier fertig haben und unsere Sämaschine auch mit Feld 10 und mit Feld 2 fertig ist, weil hier kommt sie uns ja unten schon wieder entgegen, dann werden wir wahrscheinlich ein kleines Stückchen vorspulen, bis wir dann tatsächlich den Düngepart starten können, weil die Silage schaufeln und sowas, die können wir dann auch, wenn der Part läuft. Das heißt, es wäre dann schön, dass dann wenigstens die Felder dann alle schon nachgedüngt werden, weil er hat zwar eine ziemlich große Arbeitsbreite mit 24 Metern, aber trotzdem muss es ja gemacht werden. Oh, ich bin schon an unserem Feld vorbeigefahren. Das ist gut, ich komme jetzt zum gefährlichen Feld 3, das ist doch unter Quarantäne, da dürfen wir noch gar nicht hin. So, gut, fahren wir den Streifen hier wieder zurück. Werde ich gleich einfach stumpf die Straße überqueren und Richtung Grastrockenmaschine fahren.
bis die Maschine hier voll ist, ne? So simpel ist es. Da müssen wir mal gucken, aber bei den festen Massen, da haben der Komposter hier glaube ich auch Gras. Also dann können wir natürlich alles mal sehen, dass wir so langsam die Sachen dann, ne, voll kriegen. So, ich fahre jetzt einfach mal mit unserem Mähwerk über die Straße. Klar, hier kommt jetzt natürlich die Andreaskreuz-Variante. Da wird das vielleicht nicht ganz so einfach sein. Hier sind ein Bäumchen und ein Schild. Hier auch. Auch der Streifen hier vor ist groß. Bis zum Feld kann ich hier noch locker 3-4 Bahnen machen. Und das ist auch ein sehr langer Streifen, wie man hier sieht. Ich glaube, mit den 4 oder 5 Mal, die wir hier hin und her fahren könnten, könnten wir noch einen zweiten Wagen locker voll machen. So, wir sind auch voll. Fahren wir mal zwischendurch Richtung Straße. So, weil hier müssen wir jetzt auf dem richtigen Weg sein. Weil hier vorne hat die Straße gleich einen Knick und da vorne sehen wir so ein bisschen grau. Ich glaube, das ist schon die Einfahrt dahin. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber das gucken wir gleich mal. Auch hier links ist Wiese ohne Ende. Also, wenn wir jetzt echt ein bisschen Heu machen wollen, dann brauchen wir nur hier oben mähen. Dann brauchen wir nicht mal weit fahren. Das ist ja cool. Dann dauern wir einfach hier links durch die Landschaft und machen das da. Ja, vorne ist jetzt gleich die erste Variante. Das ist die Frage, ob ich in die Halle reinkomme mit ihm hier. Lass mich raten, das ist das Problem. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr ungeschickt gebaute Scheune. Die Scheune mit dem der weltkleinsten Einfahrt natürlich, das ist klar. Selbst wenn ich hier rückwärts reinfahre, glaube ich, komme ich hier nicht an. Ich kann es ja mal testen. Aber das Schneidwerk natürlich vorne ist natürlich breiter. Ich mache jetzt mal die Hilfe an, um zu gucken, ab wann ich einen Ausladepunkt kriege. Das, boah, es funktioniert trotzdem. Ich muss nur rückwärts ranfahren. Wie genial ist das denn? Da haben wir jetzt aber Schwein gehabt. Guckt euch den Spaß an. Nur mit rückwärts fahren, sonst ist das Schneidwerk zu groß. So muss das sein. Das ist natürlich jetzt sehr cool. Das hat natürlich was. Ja, ich werde natürlich jetzt immer dann zwischendurch mal gucken. Wie groß, wie breit, wie hoch ist es? Hier sind die Farben noch nicht geändert. Und hier steigen wir mal kurz ein. Ja, er muss tatsächlich noch eine Bahn zurückfahren. Und dann müssen wir die Korrekturen machen. Okay. Dann gehen wir wieder über die Karte. Springen wir mal hier wieder hin. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Ladung Gras holen wir mal direkt hier vor der Haustür hinweg. Ich werde jetzt einfach mal schön in die Kante fahren und gucken, was für einen Kreis das Ganze hier gibt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange das, wie lange die Produktion vom Stroh dauert, aber es ist im Prinzip, ja okay, egal, es ist jetzt nicht, ne, aber es ist halt eine kostenlose Produktion, man muss nichts anderes reinmachen, außer das Gras. Ja, natürlich gleich, wenn wir ein paar Minuten rum sind, wir ein bisschen gefahren sind, werden wir noch mal gucken gehen, ob da schon der erste Klick passiert ist sozusagen. Und ob das eine 1:1 Geschichte ist, was es ja eigentlich sein müsste. Wow, ist das echt so weit zum Feld? Der Schwache.
So, ich würde sagen, das da ist immer noch nicht das Feld. Nee, das ist auch kein Feld, das ist eine Wiese, die wir einfach fahren können. Ich werde es bald, steht da unten noch rot. Das heißt, wir könnten das hier alles mähen wie die Wilden. Wie genial ist das denn? Ich könnte ja so einen riesigen Kreis fahren. Und hätte Gras, 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 Gras. Das Einzige, was hier nicht funktioniert, ist halt der normale Helfer. Hier könnte man wahrscheinlich Gras machen, und zwar mit, das ist kein nummeriertes Feld, aber halt ja ein markiertes Feld. Ich weiß nicht, ob das einfach nur auf der PDA gemalt ist oder so. Sonst könnte natürlich hier auch, könnte hier wahrscheinlich Cursplay mähen. So, ja, aber wir sehen gerade, die Folge ist zu Ende und ich mache ihn mal kurz aus. Und wir sehen auch, dass die gute Sämaschine hier zu Ende ist. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen werden wir dann die Sämaschine umsetzen und dann können wir nochmal eine Runde Gras machen und sehen, wie viel Heu wir rauskriegen, weil das können wir dann direkt zu den Kühen füttern anstatt von Silage, und die Silage nehmen wir dann für die Futtermischmaschine. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es halt getan hat. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Genau wie auch ein Share, wenn ihr sagt, das lohnt auch, dass andere das dementsprechend gucken. Dann, ja, vielen, vielen Dank an die, die mich immer schon so fleißig unterstützen. Und dann bis morgen.